an? Wieso hast du keine Klamotten an? Wir wollten doch jetzt ins Aquarium. Ja, ins Aquarium da, und da ist Wasser. Und im Wasser, da schwimmt man doch, oder nicht? Deswegen habe ich jetzt meine Badehose Nein. angezogen. Also ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Ich verstehe eher nicht, warum ihr eure Badesachen nicht anhabt. Julian, jetzt zieh dir was an. Das Wasser ist für die Tiere, nicht zum Schwimmen. Also los. Sicher? Da kann man nur gucken, Julian. Ah, okay, ich kenne das ein bisschen. Na gut, okay, ich ziehe mich an. So, Kinder, die Tageskarten haben wir jetzt. Das heißt, wir können den ganzen Tag hier machen. Ja! Und jetzt sind wir direkt auch schon hier bei dem großen Meeresaquarium. Mhm. Und die Fütterung findet hier, glaube ich, gleich statt. Mhm. Das weiß ich. Oh, ach, echt? Woher? Woher, Julian? Nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade nur... ich habe es mal in der Zeitung gelesen, Mama. Genau, ja, in der Zeitung gelesen. Mama, von hier kann man nichts sehen. Wir müssen nach oben. Von da kann man die Fütterung sehen. Meinst du? Ja, hier kann man doch nichts sehen im Wasser. Wir müssen nach oben. Komm, folgt mir einfach. Toll! Oh, das sind ja voll die coolen Tiere! Da hinten, das sind auch Hunde. Mama, was machen die Hunde hier drin? Mama, das sind doch keine Hunde, oder? Das sind Seehunde. Also, die heißen nur Hunde. Das sind keine richtigen Ach so, Hunde. Okay. Die können auch nicht bellen. Also nicht wie die Hunde, die wir als Haustiere sonst auch haben. Oh, und da drüben ist ein Hammerhai. Ein Hammerhai? Der heißt Hammerhai, weil der Kopf so geformt ist wie ein Hammer. War ja klar, dass du Sehr das wieder gut, weißt. Hanna. Den kleinen Jungen da drüben kenne ich doch. War der nicht letztens hier im Wasser und wollte mit den Tieren schwimmen? Du da drüben, mit den roten Haaren. Bist du nicht der, der letztens hier ins Wasser gesprungen ist? Komm mal her! Was? Julia, ich? Hat die Frau gerade dich gemeint? Nein, die kann gar nicht mich meinen. Mama, ich war hier noch nie, das glaubst du mir doch, ich war hier noch nie. Ach, vielleicht verwechselt sie mich. Ja, ich glaube auch, sie verwechselt mich auf jeden Fall, das kann gar nicht sein. Ich würde so einen Unsinn niemals machen hier ins Aquarium. Weiß ich doch, mein Schatz. Oh, wie toll! Woo! Ich bin im Wasser! Das ist ja wie ein Unterwasserkarussell. Mhm. Und schaut mal nach oben. Da sehen wir den Seehund. Wow! Wow, das sieht ja cool aus. Also der ist viel größer als ein normaler Hund, oder? Der ist riesig. Wow! Was ist das? Eine Krake ist das. Ist das kein Tintenfisch? Die hat aber ganz viele Arme. Und glubschige Augen. Mhm. Klopf, klopf, hallo, hier. Emma, nein, das hallo, macht man nicht. Hier. Emma, nein, dann erschrecken hör auf. Sich die Tiere, Emma. Ach ja, wusstet ihr eigentlich, dass ich mit den Fischen reden kann? Hä? Ja, hört mal zu. Blub, 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 blub. Blub. Ach, so ein Quatsch, Julia. Was hat er gesagt? Also ich habe gesagt, wie geht's dir? Hast du deine Rechnung schon bezahlt vom letzten Mal? Viele Grüße vom Papa. Das habe ich gesagt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hat seine Versicherung noch nicht bezahlt und er muss jetzt gehen. Ich habe da drüben noch was Tolles gesehen. Kommt mal mit. Hanna, geh nicht so nah ran. Sonst wirst du vom Hai gefressen. Der Hai hat mir gerade gesagt, dass du ihn nervst. Du sollst da bitte weg, Hanna. Hast du gehört, Hanna? Kommt mit. Hanna, wo bist du? Was ist mit deinem Kopf? Hanna, bist du im Wasser? Ich bin hier drunter und man kann in alle Richtungen gucken. Das ist so toll. Wollt ihr auch mal? Ich auch. Kommt mal hier rein. Ich komm nicht ran, ich bin zu klein. Ach Mann, du bist zu klein. Jetzt bin ich dran. Geht da weg, ich will jetzt mal ins Wasser rein. Wow, wobei, ich weiß schon, wie das so im Wasser aussieht. Ich war doch letztens hier schon im Wasser. Das stimmt nur, doch gar nicht, nur, dass ich nicht nass werde. Achso, nee, ja, stimmt. Wir sind doch zum ersten Mal Ja, hier. Stimmt, wir sind hier zum ersten Mal. Ich war noch nie hier. Oh Mann, ich muss ruhig bleiben. Also, das hier sind jetzt Pinguine. Ich weiß, das sind meine Lieblingstiere. Ich habe auch Hanna, das wissen wir. Wir wissen, dass das Pinguine sind. Und das Wasser ist immer ganz kalt, wo die schwimmen. Das weiß ich, weil ich bin da auch mal geschwommen. Nein, ich bin hier gar nicht drin geschwommen. Ach, Mama und Papa sind auch schon da. Mhm. Hallo, Pingu. Pingu, ich bin Emma. Wollen wir Freunde sein? Die sind aber süß. Mhm, da sind auch ein paar Babys. Oh, sind die klein. Und ganz flauschig. Die haben noch gar keine richtigen Federn. Hey. Hey, Kleiner. Wen meinen Sie hier mit Kleiner? Ich bin nicht klein. Ja, du halt. Bist du nicht der Julian Vogel? Was? Ja, ich bin Julian Vogel. Wieso denn? Was ist denn hier los? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, auf jeden Fall. Sie sind wahrscheinlich die Mutter von Julian Vogel, ja, oder? Ja, das ist richtig. Claudia also Vogel. Also der Kleine hat schon echt Mumm, dass er hier wieder auftaucht nach der Aktion beim letzten Mal. Was meinen Sie denn? Wir sind heute das erste Mal hier. Mama, ich weiß gar nicht, was er erzählt. Und wir müssen jetzt auch ganz dringend nach Hause. Ich habe Bauchschmerzen und ja, ich muss auch mein Zimmer aufräumen. Mia kommt morgen. Und wenn das so unaufgeräumt ist, dann regt sie sich immer auf und dann kriege ich immer Ärger. Wir müssen jetzt mein Zimmer aufräumen. Wir müssen jetzt los. Tut mir leid, wir haben keine Zeit. Tschüss.